Hallo und herzlich willkommen hier mit einer kleinen Football-Aufgabe. Wir haben einen Football und sollen diesen in einer Funktionsgleichung modellieren, die die Form einer Parabel hat, nämlich f von x gleich ax² plus b. Wir wissen, dass der Football 28 cm breit ist und 16 cm hoch. Und jetzt ist die Frage, wie lauten unsere a und b Variablen? Welche Zahlen stehen dafür, wenn das die Form des Footballs annimmt? Wir sehen daran, dass es x² ist, dass es eine Parabel ist, die natürlich nach oben hin geöffnet ist. Und wenn wir so ein Koordinatensystem da reinzeichnen, dann können wir das ganz deutlich sehen. Später sollen wir auch noch das Rotationsvolumen ausrechnen, also das, wie groß das Volumen ist, indem wir diese Form, die wir hier vorliegen haben, um die x-Achse rotieren lassen. Wenn wir jetzt uns diese Zahl ansehen, dann sehen wir ja, wenn das 28 cm breit ist, dann muss es ja nach links 14 cm haben und auch nach rechts. Wenn wir wissen, dass es 16 cm hoch ist, dann müssen wir 8 cm nach oben annehmen und 8 cm nach unten. Und da es ja eine positive Parabel ist, also die ist nach oben hin geöffnet, nehmen wir uns natürlich nur den unteren Teil des Baseballs, des Footballs vor. Jetzt habe ich schon mal zwei Punkte eingezeichnet, die sich relativ einfach finden lassen, da es sich ja um Achsenschnittpunkte handelt. Und da haben wir den Punkt 0,8, denn da ist x 0 und wir wissen ja, dass er 16 cm hoch ist. Das heißt, er muss einmal 8 nach unten und 8 nach oben haben. Und wir wissen ja auch, dass er 14 cm im positiven und im negativen sein muss. Und jetzt setzen wir das einfach ein. Wir sagen, f von 0 ist minus 8 und wissen dann, weil der a-Term ja wegfällt, wenn wir da x einsetzen, dass b schon mal minus 8 ist. Das heißt, er schneidet bei minus 8 die y-Achse, was wir ja auch sehen. Und jetzt müssen wir die restliche Variable noch ausrechnen und nehmen dafür den Punkt auf der x-Achse und sagen, f von 14 ist 0 und haben dann 14 Quadrat a minus 8, holen die 8 rüber und haben dann 196 a gleich 8 und teilen das dann und ich habe das dann schon hübsch gekürzt. Das ist dann unsere Funktionsgleichung. Und jetzt sagen wir das Volumen ausrechnen. Hier habe ich die Parabel mal ein bisschen bückelig anmarkiert. Und immer wenn wir Rotationsvolumen haben, müssen wir die Formel fürs Rotationsvolumen haben. Das heißt, die steht auch in eurer Formelsammlung. Das heißt, es ist immer Volumen, Pi mal und dann das normale Integral zum Quadrat. Und als Grenzen setzen wir natürlich minus 14 und plus 14 ein, weil von da bis da geht unsere Parabel quasi auf der x-Achse. Unsere Funktionsgleichung kommt dann einfach in die Klammer. Und was recht hübsches ist, dass wir das ja einfach mit unserem Taschenrechner dann ausrechnen können. Danke und bis bald.